zu sein, ist total behindert. Also, wieder zu. Ja, jetzt kann ich gleich nochmal. Danke, Tal. Du bist ja echt der Maß auf Desaster. Hier nochmal hoch. Nochmal die Leiter hochklettern. Hochklettern. Ja, das kann ich jetzt schon vergessen. Oh Gott. Tal. Geh aus dem Weg. So, jetzt aber. Da hoch. Da ist die Leiter. Klettern klicken. Und diesmal nicht falsch klettern, bitte. Will ich nicht falsch fliegen, denn diesmal nicht zu der Truhe, sondern darüber. Darüber müssen wir. Oh, Glück gehabt. Okay, wir sind drüben. Und müssen jetzt anscheinend hier hoch. Oder so ähnlich. Gucken wir einfach mal, gehen wir einfach mal hoch. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, aber wir haben es geschafft, wir sind am Schalter angekommen. Ja, wir kommen weiter. Wir sind am Boden angekommen. Wo ist Tal? Da ist Tal. Dann können wir doch hier rein. Und ich wette, wir haben einen Kampf vor uns. Wie kam ich nur darauf? Oh Gott, oh Gott. Oh, ist schon wieder so eine Schlange. Elko hat keinen Beschützerschlag. Muss ich mal eben auf Tal wechseln, denn das tue ich mir nicht an. Schwert von Ashuran. Okay, das scheint wehgetan zu haben. Ganz eindeutig. So. Hier ist Geisternektar. Das heißt, wir werden mal eben Gegenstände, Geisternektar, wo haben wir ihn denn? Da mal eben einsetzen. Danke sehr. So, wieder auf Elko wechseln. Ein riesiges Vorhängeschloss verhindert den Zutritt. Eine Truhe, die wir aufmachen können. Eine Kiste. Nicht keine Truhe. Eine Kiste. Okay, wir müssen irgendwo Eilish und Buki finden. Die sind irgendwo eingesperrt. Also gehen wir mal hier. Ja, zertreten. Wie auch immer. Omnium? Wieso finden wir hier Omnium? Ich weiß es nicht. Egal. Zerstörter Innenhof. Moment. Bevor wir in den Innenhof gehen, gucken wir mal, was hier ist. Ist das hier nicht Kamos Laden gewesen? Hm. Verdammt. Okay, das heißt, wir müssen... Ja, okay, wir gehen hier durch. Was finden wir hier? Östliche Brücke. Hier ist alles zerstört. Hm. Was auch immer das zu bedeuten hat, liebe Leute. Wird geladen, hat das zu bedeuten. Schau, da sind sie. Du bist kein Soldat, Elko. Bleib einfach ganz ruhig. Spiel nicht den Helden und... keine cleveren Aktionen. Natürlich. Und Tal, lass bitte auch alle dummen Aktionen, okay? Keine Sorge. Ich kriege diese Ketten schon auf. Schließ die Augen. Du denn, Tal? Hör auf mit dem Lärm. Der Wächter hat einen Schlüssel. Oh, verstehe. Macht nichts, Tal. Das war sehr tapfer. Mega laut, aber sehr tapfer. Wir müssen uns beeilen. Die andere Wache ist unterwegs, um Verstärkung zu holen. Sie werden jeden Augenblick hier sein. Oh, ganz gewiss. Vor allem nach Tals gelungenem Auftritt als Turmglocke. Hör mal, ich wollte nur helfen. Das ist mir jetzt total egal. Wollen unsere Gäste denn etwa schon gehen? Ich fürchte, das können wir nicht zulassen. Nein, auf keinen Fall. Sind diese Deppen hier die Rettungsmannschaft? Moment, wen nennst du hier? Eilish? Er sieht aus wie du, Kazel. Ein Anthropomorph. Ah?
Was ist? Das ist sehr eigenartig. Es kommt mir fast so vor, als würde ich in den Spiegel schauen. Tja, wir sehen uns schon irgendwie ähnlich. Auch wenn du etwas farblos aussiehst. Wie bitte? Mal sehen, ob du nach dem Verhör auch noch so große Töne spuckst. Hey, wir wissen nicht, was ihr wollt oder wer ihr seid. Aber wir sind euch keine Rechenschaft schuldig. Halt die Klappe! Ihr Haskilia denkt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber dies ist Akloria und der Freistaat Cyantia. Ihr habt zwar unser Land verdunkelt, aber nicht unseren Geist. Also legt die Waffen nieder oder tragt die Konsequenz. Das sind sehr unkluge Worte. Hört jetzt mit dem Unsinn auf. So kommen wir nicht weiter. Wenn ihr nicht hören wollt, dann zwinge ich euch eben. Halt. Still. Schweigen. Wart, sollt ihr erwachen. Hey, wo bin ich? Du Dreckige! Du sollst sterben. Ich blas dir den Kopf weg. Verzeihung. Also, nachdem ihr nun erfolgreich den Kronleuchter zerstört habt, wie wär's, wenn mir einer erklärt, worum es bei dem Streit ging? Ich bin Tal, ein Soldat Illuminas. Das ist Elko. Wir sind hier, um unsere Freunde Eilish und Buki zu befreien, die von diesen Söldnern entführt wurden. Sie wollten den Kristall von Akloria stehlen. Dieser Kristall ist Teil meines Forschungsprojekts, das nichts mit den beiden zu tun hat. Wenn er Kristalle erforscht, steckt er doch tief in der Sache drin. Schweigt! Verzeiht den rauen Empfang, aber wir sind ein verzweifeltes Volk. Wir brauchen eure Hilfe. Warum sollten wir euch denn helfen wollen? Akloria stirbt. Das Licht wird immer schwächer. Für euch ist Licht nur da, damit ihr sehen könnt. In Wahrheit ist es die Quelle allen Lebens. Es ist ein Zauber. Unsere gemeinsame Liebe. Schaut euch nur um. Erkennt ihr jemanden? Eure Welt und unsere Welt bildeten früher den Planeten Sudeki. Er wurde erschaffen für Tetsu, einen gütigen Beschützer. Doch dann kam sein eifersüchtiger Bruder Haigu und zerteilte Sudeki und alles Leben darin in zwei. Tausend Jahre lang entwickelte sich Akloria parallel zu Haskilia. Jetzt jedoch leiden wir im Dunkel, während Haskilia im Glanz erstrahlt. Warum? Das Licht, das uns einst leuchtete, schwindet aus unseren Himmeln. Wir glauben, dass es in eure Welt fließt. Also bitte, ich will Fakten, kein poetisches Geplänkel. Warum habt ihr Haskilia überfallen, wenn ihr uns so liebt? Pah! Weshalb sollte ich das alles glauben? Es waren abtrünnige Truppen, die das Dunkel in den Wahnsinn trieb. Wir haben schon lange keine Truppen für einen Angriff mehr. Diese Situation betrifft uns alle, Elko. Wo das Licht aus Akloria fließt, entsteht ein Vakuum an Lichtmagie. Wenn das geschieht, eilen die verlorenen Seelen des Nichts herbei, um es zu füllen. Diese üblen Geschöpfe plagen eure und unsere Welt. Wir nennen sie Lichtkreaturen. Mein Bruder wurde... Wir dachten, euer Volk hätte sie gesandt. Sie tauchten auf, als die Himmel sich zu verdunkeln begannen. Wir haben keine Kontrolle über sie, aber irgendjemand beschwört sie herauf. Wir müssen herausfinden, wer es ist. Ich versuche seit Jahren, diese Kreaturen mit Hilfe der Kristalle zu bekämpfen. Ich habe euch nichts zu beweisen. Wenn wir euch helfen, hört ihr dann auf, Haskilia zu überfallen? Jeder in Akloria will Frieden. Moment mal, Akloria ist hier der Aggressor. Biedere du dich ruhig beim Feind an, Tal. Für mich hat das Wohl Haskilias Vorrang. Ich gehe. Lass ihn gehen. Elko ist Wissenschaftler. Natürlich.